Es ist 7.30 Uhr, musst du nicht arbeiten? Ich stehe schon auf. Ja, dann kannst du auch gleich den Windelmüll mit rausnehmen. Ja. Was sind das jetzt, Filzwindeln oder von Purser, was für jetzt auch weg? Das ist doch gar kein Windelsonntag. Wer die ganze Nacht durchfeiern kann, der kann doch den Windelmüll rausbringen. Gleich. Gleich ist in einer Stunde. Jetzt bitte. Zack. Was kann ich für Sie tun, Frau? Unik. Hast du schon das von Frau Unik gehört? Die hat gestern das Zeitliche gesehen. Wie schön, dass Frau Unik so kurz vor ihrem Tod noch eine Barabhebung getätigt hat. Unik war, Emilia? Mimi Unik. Emilia ist meine Zwillingsschwester. Sie ist leider vor kurzem verstorben. Das darf nicht sein, das kann nicht sein. Du bist tot, du musst tot sein. Wie kann ich Ihnen helfen? Herzliches Beileid nochmal. Ich habe letzte Woche ein Schreiben von meinem Vermieter bekommen, dass die Miete nicht abgebucht werden konnte. Und dann wollte ich noch 1.000 Euro abheben, weil mein kleiner Enkel wird bald getauft und da will man ja. Kaka, geht nicht. Was? Das Konto ist gesperrt. Scheiße. Ja, wieso das denn? Das kann doch nicht sein. Kann auch nicht sein, dass ich hier schon seit 15 Jahren arbeite, ne? Kleiner Scherz. Da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Ich guck mal. In unserem System sind Sie tot. Bitte was? Ich lebe! Ja, physisch, klar, logisch. Aber digital sind Sie tot. Schauen Sie, wir haben hier ein hochkomplexes System und gleichzeitig hochdumme Mitarbeiter. Wenn beides aufeinander trifft, hochkomplexes und hochdummes, dann ist das wie Erde und Mond. Oder anders sagen wir mal, nehmen wir mal diese Banane. Wenn ich dieser Banane die Macht gebe, einen Knopf zu drücken, der über hochkomplexe Vorgänge wie eine atomare Sprengung entscheiden kann. Was passiert dann? Donald Trump. Ja, dann gibt's den Untergang. Haben Sie völlig recht. Und wie auch immer, schauen Sie sich mal um. Hinter mir. Ja, wir haben hier Fördermaßnahmen in unserer Bank. Und Behinderte wie Herr Fonzi werden bei uns integriert. Ist er geistig behindert? Er ist als Kind vom Hochstuhl gefallen. Damals gab es noch keinen TÜV. Und seitdem schaukelt er. Er kann nicht aufhören. Es hat ihn nie losgelassen. Er schaukelt und schaukelt immer wieder und immer wieder. Er hat es nicht verarbeitet. Der Arme. Ja, Fehler passieren. Also nicht er als Person, sondern was er mit ihrem Konto getan hat. Aber wir kriegen das gelöst. Ich würde Sie nur bitten, das nicht an die große Glocke zu hängen. Weil sonst ist er ganz schnell weg hier. Unser Herr von sich ganz schnell. Der darf sich keinen Fehler mehr erlauben hier. So Integration hin oder her. Bums aus, dann ist er weg. Das will ich nicht. Aber. Ja, wie komme ich jetzt an mein Geld? Ja, Ihre Sperrzeit beträgt 10 Jahre. Aber ich habe da einen Trick. Wir überführen Ihr Geld auf ein Übergangskonto, ein Kontokorrentkonto. Und von diesem Konto buchen wir es dann wieder auf ein neues Konto, das Sie vollständig lebend betreten. Direkt geht das nicht? Direkt geht es nur bei Flüchtlingen oder bei Leuten in Not. Kann ich jetzt machen. Weil Sie kein Flüchtling sind? Weil ich kein Flüchtling bin, oh. Ja. Also. Am liebsten würde ich mich jetzt echt beschweren. Was? Damit er Bastelarbeiten machen muss? Mit Kleber? Dann schnüffelt er wieder. Und das, wo sein Gehirn eh schon geschädigt ist. Schauen Sie ihn sich doch an.
Und das ist sicher? Arbeite ich umsonst schon 15 Jahre hier? Das ist ganz einfach. Wir machen mal einen Termin. Ich komme vorbei, dann unterzeichnen Sie einfach ein Konto von mir. Und eine Woche später ist dann Ihr Geld wieder auf Ihrem Konto, nicht wahr? Und jetzt gebe ich Ihnen einfach einen Betrag für die Miete. Und so, ne? Mhm. Das ist unser Bankkunden-Langzeitkonto, ne? Also, hier 800 Euro. So. Dankeschön, Dankeschön. Ja, und dann gucke ich mal nach, wann wir einen Termin finden. Dann melde ich mich bei Ihnen. Ja, ne? Gut, gut, danke schön. Ja, alles wird gut. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Führen von Sie. Auf Wiedersehen. Ja, manchmal fühle ich mich wie ein Schwamm. Toll, wie Sie das alles hinkriegen, Herr von Sie. Ja, so mit Ihren Gebrechen. Ja, danke. Hey, Tag auf. Achso, du bist das, Mann. Ja, weißt du was, Alter. Das ist noch nicht der Hauptgewinn, aber... Es ist das, was ich denke, was es ist. Schon mal der Vorschuss, genau. Wenn Sie bitte hier unterschreiben würden, dann fließt der Schotter. Also, lass mich das mal. Heftig, der Manager, Alter. Jetzt unterschreibe ich echt einen Plattendeal, Alter. Krass. Aber hey, wir müssen noch reden. Das war wegen dieser scheiß Aktion, die letztens im Club passiert ist, weißt du? Wir brauchen auf jeden Fall Schutz, Alter. Wir brauchen Yasin, wir brauchen Rückendeckung. Und jetzt bist du wieder so skeptisch, eher so aufgeregt. Ja, diese Rehaugen, es geht direkt wieder da alles, ne? Aber weißt du, wir machen nichts mit Yasin, gar nichts. Wirklich, nada. Man könnte fast denken, du hast die Hosen voll, wirklich. Alter, willst du mich verarschen oder was? Denkst du, ich hab Angst oder was? Denkst du, ich hab Angst? Wie sage ich jetzt? Also pass auf, du kannst Musik doch richtig gut machen, ne? So Musik, Rap, Mucke, konzentrier dich doch darauf mal. Weißt du? Mach die Musik deines Lebens. Nutz den Tag, carpe diem, weißt du? Ich drück dir die Daumen, aber ich muss jetzt los. Und übrigens, weißt du, wasch das mal, das müffelt ein bisschen. Danke, Bastard. Ich sehe die ganze Welt ganz klar vor meinen Augen, Dicker. Ich sehe, das Geld verändert Menschen ohne Glauben, Dicker. Denn ich wuchs auf in einer Großstadt wie im Hundezwinger. 24-7 nur am Hass und keine Wohlstandskinder. Ja, wir machen's so wie ihr, ja, wir bleiben unter uns. Sag mir, wo ist hier der Unterschied? Ich bleib bei meinen Jungs. Jetzt mal ehrlich unter uns. Jetzt mal ehrlich unter uns. Überleben wird zur Kunst. Was geht, Amir? Amir geht. Ich glaube, niemand hätte erwartet, dass der nächste Song von Amir so durch die Decke geht. Einer hat es geschafft, ganz, ganz viele Klicks zu erzeugen, viele neue Fans zu bekommen und vor allem die ganze Szene zu flashen. Und der Mann heißt Amir. Läuft gut? Ja, läuft gut, Gott sei Dank. Alhamdulillah. Und du kriegst aber dein restliches Geld, Yasin. So wie abgesprochen, ich schwör's dir. Ich weiß.
Sag mal, dein Möchtegern-Manager. Der ist doch Banker, oder? Ja. Woher weißt du das? Ich meine, von Finanzen hat er Ahnung, ja. Mhm. Aber nicht von unserer Art, Finanzen zu regeln und Geschäfte zu machen. Das ist ein Risiko. Er kennt die Regeln nicht. Du schon. Aber Yasin, ich habe alles unter Kontrolle. Vertrau mir doch, Mann. Was hast du denn unter Kontrolle? Hm? Dein Manager? Dein Leben? Deinen beschissenen Drogenkonsum? Ein Pfennig. Du glaubst mir denn ein bisschen Kohle und deine Auftritte hier bei mir im Club? Das gibt dir Sicherheit? Chara, du und dein Manager seid vor nichts sicher. Ist nur eine Frage der Zeit, bis euch die Seife runterfällt, ihr euch bückt und gefickt werdet. Vermit? Eure Zeit läuft ab. Und meine Geduld auch. Ich hab verstanden, ich rede mit ihm. Noch etwas. Ich habe gestern Abend einen Anruf bekommen von Roxana. Zwei ihrer Männer sind tot. Einer hat sogar den Kopf verloren. Und es fehlt jede Menge Stoff. Du weißt nicht zufällig etwas darüber? Nein. Sollte ich, oder? Die glauben, ich habe es damit zu tun. Die wurden beklaut. Und ich stehle nicht. Yasin, ich weiß, du machst sowas nicht, Mann. Das hast du doch gar nicht nötig. Du kennst mich, Mann. Wenn ich irgendwas in Erfahrung bringen sollte, ich würde es dir sofort sagen, Yasin. Gut. Jetzt verpiss dich. Mit gebrochenen Knochen bringt er dir nichts. Ich mag es, wie du dich um ihn sorgst. Du wärst nicht das Problem. Ich glaube, er sein Manager. Chalafitibmo, sein Manager ist nicht das Problem. Lass mich das regeln. Dich. Unterschätze ihn nicht. Es ist nicht der Lappen, für den du ihn hältst, und das macht ihn gefährlich. Er ist halt nie da. Ja, danke, ich komm schon klar. Hallo. Sorry, ich muss aufhören. Er kommt gerade nach Hause. Ich habe alles bekommen, außer dem Kerbel. Keine Ahnung, hatten sie nicht. Ich wusste ehrlich gesagt auch nicht genau, was es ist. Also Petersilie, Schnitt noch kein Problem. Aber Kerbel, muss mir das nächste Mal solche WhatsApp-Bilder schicken. Hey, Biatch. Hey, sag mal, hast du geweint? Ist es wegen dem ollen Geländer? Das hab ich doch gesagt, dass ich das mache. Das Balkongeländer ist so gut wie fertig. Es ist, ja, das ist nicht der Aufwand. Ja, weißt du, guck mal, wenn ich nicht einkaufen gehen würde, dann könnte ich in der Zeit, in der ich sonst einkaufen gehen würde und den Kerbel suche, könnte ich einfach was machen, was ein Mann normalerweise so macht. Also, ne, so was Handwerkliches, irgendwie Schrauben basteln. Ja. Weißt du, ich hab eine Idee. Geh du doch das nächste Mal einkaufen, dann findest du vielleicht auch den Kerbel ein bisschen eher und ich sehe zu, dass ich das Haus ein bisschen intakt kriege. Ja. Hallo? Katrin? Wo soll ich das jetzt? Im Kühlschrank oder? Spinnt ihr jetzt komplett? Amir, Superstar! Weißt du, wo du herkommst? Und jetzt wirst du oben Arsch küssen, oder was? Dicker, du bist ein richtiges Opfer, Alter. Richtiger Opfermove, ne? Was geht, Amir, mein alter Freund, Digga? Hast du vergessen, wie der Bordstein riecht, oder was? Nicht mehr, oder was? Ich werde dich dran erinnern, Digga. Komm mal rum, Digga. Wo bist du? Wo bist du? Du redest hier, groß, aber wo bist du, Digga? Komm doch hierher. Komm mal vorbei, Mann. Digga. Genau hier, Digga. Timbo Slice, oder was? Alter, was denkt ihr, wer der ist, Mann? Komm, ist ein Bitch-Move, aber scheiß auf den. Lass gut sein, ja? Reden wir über was Wichtiges. Diese Mascha labert über dich. Was? Ja, Mann.
Was ist da los bei dir und den Frauen, ne? Mal keine Ahnung, die gehen mir alle auf den Sack, Alter. Die fucken mich alle ab, Mann, ich schwör's dir. Was stimmt mit diesen Frauen nicht? Ich brauche eine, die nicht meinen Dope wegraucht, Alter. Meine Kohle frisst, Mann. Quasi eine Tessa, nur eben nicht Tessa. Tessa war anders, Mann. Mhm. Die hat was im Kopf, weißt du? Die hat Power im Blut, Mann. Ich meine, die war... Wie soll ich sagen? Die war eine hinterhältige Schlampe, die dich abservierend verarscht hat? Also ich glaube ja, dass Yasin einen richtig kleinen Lümmel hat, aber damit besorgt ist der Tessa richtig gut. Ba, 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 ba. Scheiße, Alter, Mann. Fuck you, Alter. Nix, hör auf, Alter. Ja. Es kann doch jedem mal passieren. Vielleicht ist es echter Stress? Ich habe keinen verfickten Stress. Für Männer ist das gleich immer direkt so ein Riesending. Ganz ehrlich. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Und deswegen ist es eigentlich ein Ego-Problem. Ja, das ist so ein richtiges Scheiß-Ego-Problem. Was für ein Scheiß-Ego-Problem? Vielleicht liegt es ja auch an dir. Puh, du hast ja mehr wieder Top-Laune. Hör zu, wenn ich reden will, gehe ich zum Psychodoktor, okay? Lass mich einfach in Ruhe. Baby. Hey. Ist es wegen dem Treffen mit den Ruskis? Was soll das Ganze eigentlich? Was geht dich das an? Ja. Was geht mich das an? Gar nichts. Aber ich finde, dass du dringend mal runterkommen musst. Und nicht immer alles im Alleingang machst. Vielleicht rufst du deinen Vater mal an. Mir scheißegal, was mein Vater sagt. Ich habe mehr erreicht als alle anderen in der Familie, auch ohne seine Hilfe. Das sieht er wahrscheinlich anders. Was hat jetzt mein Vater damit zu tun? Kapier's endlich. Meine Familie geht dich einen Dreck an. Es belastet dich. Und das sehe ich. Kümmere dich um deine eigene Drecksfamilie und deinen beschissenen Vater. Gut. Dann ruf ich deinen Papi jetzt mal an. Lass deinen Vater aus dem Spiel. Hörst du? Musste ich das jetzt an? Pass gut auf, Tessa. Treib's nicht zu weit. Yasin will sich mit den Russen treffen, Mann. Verdächtigen ihn, dass er die Ware geklaut hat, Mann. Und dass er die Werte umgebracht hat. Weißt du? Quatsch, Yasin weiß gar nichts. Da fällt nichts auf uns zurück. Wenn wir jetzt was mit Yasin machen, ist alles, was wir bis jetzt gemacht haben, völlig sinnlos. Das, weißt du, es ist nur noch eine kleine Summe, die offen ist. Und noch ein Auftritt von dir und wir sind ihnen los. Sieh's mal so. Ja, Alter, die Schulden sind die eine Sache, weißt du, was ich meine? Aber der Typ kontrolliert das ganze Viertel. Ja? Der will immer mehr. Und übrigens, du musst beim Label anrufen, hast verstanden? Du musst ihnen sagen, dass ich ein Interview geben will. Wie soll ich das angehen? Was stellst du dir vor? Digga, du bist doch hier der Klugscheißer, oder nicht, Alter? Ruf bei dem Label an, Alter, und frag, wie das bei denen in die strategische Ausrichtung reinpasst. Weißt du, was ich meine? Ja? Strategische Ausrichtung? Das wird ja immer besser. Sag mal, seit wann wirfst du mit Fremdwörtern um dich? Machst du mich jetzt nach, oder was? Chance Records? Ja. Hallo. Bons hier. Ja. Ah, okay. Wir brauchen ein Interview. Genau. Gut, ich regle das gleich mit Herrn Schanz. Man hat ja so ein bisschen etwas von Palaver mit Timbo Slice gehört. Timbo Slice ist einer von den Leuten, du musst dir vorstellen, wir haben zusammen Musik angefangen. Er sagt, ich hätte mich verändert. Ich habe mich nicht verändert, Mann. Ich sag's hier nochmal in die Kamera, Mann. Ey, yo, Timbo. Du weißt, wir können das gerne auf die Oldschool-Art regeln, ne? Ich bin für jeden Scheiß bereit, Mann. Und du weißt, wo du mich findest. Freiraum. Wenn du was willst, wenn du was klären willst, komm vorbei. Wir regeln den Scheiß, Mann. Оксана, добрый вечер.
Svijetiti će jarče, čem večernije zvezda. Jesin, du alter Schmeichelhack. Wie ich höre, laufen Geschäfte gut? Ja. Ich will mich nicht beklagen. Es ist, wie es ist, nicht wahr? Stadt verändert sich. Wir verändern uns. Da. Wir werden nicht jünger. Es gibt Gerüchte, dass du hast Interesse an Musikbusiness. Reicht der Immobilienmarkt nicht? Du sagst es selber. Es sind nur Gerüchte. Sagen wir mal so. Ich mag Musik. Lang nicht gesehen, ha? So sieht man sich wieder. So sieht man sich wieder an mir. Check. Was los, du Rap-Superstar? Da oben alles klar, traust dich nicht mehr raus, Haar steckst wohl zu tief in Yassins Arsch. Du hast dein Maul aufgerissen, von wegen die da oben. Doch jetzt leckst du ihn an den Eiern und falschickst ihre Drogen. Und fragst dich, warum du jeden von uns enttäuscht hast. Du bist und bleibst einfach die Definition eines Heuchlers. Du bist ein gottverdammter Studio-Rapper. Lass uns live battlen und mich findet das Publikum besser. Hip-Hop, alles Schund. Nichts geht über Tchaikovsky. Lass uns sprechen über eine Sache, die mich hat sehr verärgert. Ich bin sicher, du hast davon gehört. Mir wurde meine Ware gestohlen. Und das von einer Ort, die eigentlich sehr sicher ist. 50.000. Und dazu gab es, nennen wir das, Nebenschäden. Zwei meiner Männer sind tot. Und zusätzlich Schändung ihrer Leichen. Das tut mir leid zu hören, Roxana. Es ist ärgerlich, Geld zu verlieren. Und 50.000 sind 50.000. Ich verstehe das. Nur weiß ich nicht, warum du mir das erzählst. Du suchst bei dem Falschen. Ich weiß von nichts. Das wundert mich. Man sagt, hier in diesem Viertel passiert überhaupt nichts, ohne dass Yassin da sagt. Und trotzdem gibt es Spuren, die führen zu Khalil-Clan. Ich will nicht sagen, dass du hast etwas damit zu tun. Versteh nicht falsch. Was willst du dann sagen? Nichts. Ich will nur sagen, vielleicht hat jemand eine Spur zu dir gelegt. Besorgt bin ich. Besorgt bist du. Vielmehr sollte ich mir Sorgen um dich machen. Ich meine, in meiner Familie hat keiner den Kopf verloren. Ist das Drohung? Ich sag nur, wie es ist. Es stellt sich mir die Frage, warum kann Khalil Clan im Moment so günstig Ware anbieten? Unterstellst du mir was? Ich trau schon lange keinem, ich bin schon lange allein. Diesen Weg am Laufen und ihr Pisser holt mich niemals ein. Ich meine insgeheim, ins Detail, weiß man, dass ihr Loser seid. Da hilft dir auch kein Trippelreim, fick den Scheiß. Ich bin das, genau das, was du gern wärst, Mann. Doch wirst es niemals werden, denn ich rappe zu pervers, hä? Und was kannst du? Du kannst nix außer Scheiße. Zinken bei den Bullen die ganze Stadt, ja, sie weiß es. Yassin. Es gibt Regeln. Und ich möchte dich nicht daran erinnern müssen. Und ich kenne diese Regeln. Und eine davon lautet, zu gehen, wenn es am schönsten ist. Yalla. Komm!
Was für Überraschungen in meinem Haus. Was für Probleme, meine Herren? Hallo, meine Herren. Frau Drakova. Frau Schmidt, welche Ehre. Wie können wir Ihnen heute helfen? Das werden wir gleich sehen, Herr Halle. Durchsucht die Räume und die Familienmitglieder. Ich sag's dir nur einmal, fick nicht mit mir, als wäre ich Sosa. Das hier ist Hip-Hop von vorne bis hinten wie ein Hoka. Mach nicht auf La Vida Loca, reiß dich am Riemen oder du erlebst ein blaues Wunder, du geistig labiler Kokser. Du meintest damals immer scheiß das System, doch bist jetzt einer von dem, wem willst du die Scheiße erzählen? Du hast deinen Kopf zu tief im Arsch dieses Clans, lost in the sauce, doch keiner hier vergaß, wer du warst. Ich hab auch nicht vergessen, wer du warst, Mann. Hä? Wir haben aus einem Teller gegessen, Mann. Und jetzt kommst du mir so? Muss das sein, Bruder? Hä? 26 Jahre alt, schon lange mehr kein Ghetto-Kind. Und trotzdem will man testen, ob ich wirklich von der Straße bin. Ob ich ein Rapper bin mit Schlagring und Pistole. Oder nur Laber von Schlägereien und Drogen, hä? Ich kenn das alles, doch ich will es nicht mehr sehen. Ich muss keinem was beweisen, brauch keinen Stress in meinem Leben, nein. Und wer jetzt Ja sagt, bescheiß dich selbst. Wollen wir nicht alle Familie etwas Ruhe und was Geld, hä? Ich meine, Rap ist ein Teil von meinem Leben. Dennoch muss ich nicht den ganzen Tag von Beats und Reimen reden, Bruder. Nichts. Weder Waffen noch Stoff. Was? Das kann doch nicht sein. Habt ihr im vorderen Raum nachgeschaut? Alles negativ. Oh, verdammt. Na dann, Frau Schmidt, war mir wie immer eine Freude. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, Herr Halle. Entweder Sie ändern schleunigst Ihr Geschäftsmodell oder Sie wandern demnächst in den Bau. Ich wusste ja, dass Immobilienmakler nicht sonderlich beliebt sind. Aber dass das SEK extra ausrückt, wenn sich Freunde treffen, das wundert mich dann doch schon. Wir wissen von Ihrem kleinen Drohnendeal neulich. Und anscheinend nicht nur wir. Tick, tack. Frau Drakova? Das wäre dann, ja. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal. Absolut kostenlos, kostet euch nichts.